So, hallo, wir machen weiter bei Ori and the Will of the Wisps. Letztes Mal haben wir die Tauschquest der Moki weitergemacht, sind hier im Eisgebiet gelandet, haben ein Feuer-Item bekommen, mit dem wir ordentlich hier alles schmelzen können. Jetzt holen wir uns schnell noch die Sachen hier drüben, dass wir die nicht vergessen, nämlich. Ist sonst noch irgendwas passiert Spannendes? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war so in etwa das wichtigste Zeug. Okay. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt schnell mal hier rüber. Da müssen wir noch ein bisschen was schmelzen. Und dann sollte das hier auch gleich laufen. Das Wasser nämlich. Das sollte laufen. So. Runter. Ja, das klappt schon alles wieder ganz super hier. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hasse diese Dinger so sehr. Aber ja, ich habe schon das letzte Mal gesagt, ich bin nicht so begeistert vom Schneegebiet aktuell, aber naja. Ich muss ja auch nicht jedes Gebiet begeistern können, ne? Oh, das war zu weit. Hier müssen wir hin. Ah, okay. Ich kann das selber nicht... Ach, leck mich doch. Ich kann das selber nicht aufmachen. Ich muss oben das Feuer anzünden. Verstanden. Dann nehmen wir erstmal das Gorlik-Erz mit. Und dann haben wir hier noch ein bisschen. Ach, Junge. Bisschen Geisterlicht. Okay. So. Dann haben wir das geklärt. Dann. Wait. Das sieht so aus, als hätte ich es jetzt nicht besucht. Hä, bin ich doof? Ich war da doch gerade drin. Nee, ich war da drin, nicht sicher. Das sieht dann nur so aus. Okay, hier unten muss ich noch rein. Hier die Kugel muss ich mir noch holen. Die holen wir uns jetzt noch schnell. Ist jetzt ja auch gar kein Problem mehr mit unserer neuen Methode. Easy. Ich habe mich schon wieder Alter, wie oft ich mich an diesem Ding noch zerquetschen will, ey. Okay. Gut. Jetzt hier rüber. Ich meine, zumindest der alberne Feuer-Eisteil dürfte jetzt ja dadurch, dass wir selber Feuer machen können, erledigt sein. Guck mal, wie viel Geld wir schon wieder haben, ey. Wir müssen bald wieder einkaufen gehen. Ach, das ist einfach nur dunkel. Ich war da schon drin, okay. Dann können wir jetzt auch wieder abkürzen und so hier hochgehen. Gut. Gut, gut, gut. Aber wer braucht ein Fernglas? Das ist unsere aktuelle Tauschquest. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand ein Fernglas wollte. Leider. Bestimmt hat jemand nach einem Fernglas verlangt und ich weiß es einfach nicht mehr, aber...
Ist jetzt halt erstmal so, dass ich es nicht weiß. So, darüber muss ich, okay. Ach nee. Ich hab schon wieder verkackt. Fast. Okay, so geht's hier rüber. So geht's hier rüber und so geht's hier auch meine Nerven. Und so geht's hier auch weiter. Oh ja, da ist viel zum Schmelzen. Oh, hoppala. Yikes! Okay, gut zu wissen, dass das passiert. So. Schön, dass wir drüber geredet haben. Okay. Okay, das hilft nicht. Ah, dann muss... Ja, okay. Dann muss ich mir wieder selber nach oben helfen. Mann, ich... So. Perfekt. Genau das wollte ich nicht. Okay, wie soll ich da jetzt wieder hochkommen? Jetzt mal Real Talk. Wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Ja, großartig. Alter! Ich komme da nicht mehr durch. Ach, das ist doch bescheuert. Jetzt hänge ich da wieder. So. Was hat es jetzt gebracht? Wow, was war das denn für ein Sprung? Kann mir jemand den Sprung gerade erklären, den ich hier gemacht habe? Hä? LOL. Wie mache ich denn solche Sprünge? Die sind ja wild. Ja, aber was bringt mir das jetzt, dass das Ding an ist? Ich dachte, da passiert irgendwas, aber irgendwie passiert gar nichts. Na gut.
Okay. Lichtbruch. Spalte Lichtstrahlen in drei Strahlen auf. Okay. Ja, könnte man sicherlich nutzen. Könnte man grundsätzlich mal nutzen, aber... ja. Jetzt gerade erscheint mir das nicht so spannend. So, warum darf ich da hoch? Soll ich das jetzt ausmachen? Dass wir da praktisch jetzt Eiszeit bekommen. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier kühl machen erstmal. Aber mich interessiert noch wofür. Irgendwo muss ein, vielleicht ein Wasserfall, dass ich irgendwo hochkomme. Wie geht's denn hier weiter? Weil noch komme ich hier weiter. Oh, okay, was passiert jetzt? Oh, ja, hi. Okay, das ist eigentlich ein normaler Gegner. Ich weiß nicht, warum der jetzt so Special League hier dargestellt wird. Wahrscheinlich, weil mehrere kommen. Ja, okay, ist wieder so eine kleine Kampfarena. Ist okay. Alles gut. Kriegst auch auf die Mütze. Gar kein Thema. Ja, auch du kriegst auf die Mütze. Gar kein Thema. Dafür habe ich ja meine Kugel. Easy. Easy going. Ist das jetzt eigentlich die Verbindung nach dem unteren? Ja. Genau das ist die Verbindung nach unten. Sehr, sehr schön. Aber warum ich jetzt hier mit dem Feuer, warum ich da jetzt hier ausmachen kann, habe ich irgendwie noch nicht verstanden. Ist mir jetzt aber auch gerade egal. Weil jetzt können wir hier weiter nach oben. Das ist jetzt sein Problem. Er sieht ein bisschen specialig aus, ne? Aber ist es jetzt eigentlich auch nicht. Okay. Aber wir sind, glaube ich, gleich oben, wo wir hinwollen. Ja. Wir nähern uns, glaube ich, dem nächsten Teil. Okay. Ach, jetzt brauche ich wieder meine Feuerkugel. Ja, vor allem, wenn wir solche Dinger nach oben machen, dann geht es ganz schnell nach oben. Weil wir da ja jetzt richtig viel an Höhe gewinnen. Aber da falsche Taste. Never mind. Oh ja, wir sind gleich ganz oben. Wir sind sowas von gleich ganz oben. Hilfe. Wir sind oben. Wir sind oben.
Auf dem höchsten Berg. Was kommt jetzt? Müssen wir gegen Baur kämpfen, der jetzt mittlerweile von der Verheerung, vom Verfall eingeholt wurde? Oh Gott, Leute, ich bin ein bisschen nervös gerade wieder. Aber was kann schon Schlimmes passieren? Oh, man spürt richtig, wie man gegen den Wind ankämpfen muss. Oh, das ist einfach das vierte Irrlicht, oder was? Kommt hier kein Gegner? Haben wir jetzt alle vier zusammen... Ja, Schrieg. Wir fliehen vor Schrieg. Es war so klar. Okay, wir fliehen vor Schrieg und einer Lawine. Geil. Oh, die Musik ist so geil. Nein, ich habe ein Problem. Hip. So episch inszeniert immer, ne? Ach, scheiße. Alter, es klingt auch so. Oh nein! Oh, ich dachte, ich bin tot, aber ich lebe noch. Frostige Flucht. Öffne deine Augen, kleiner Geist. Du bist jetzt in Sicherheit. Du hast das Gedächtnis des Waldes geweckt und damit auch mich. Ich hätte dich bei all dem Schnee beinahe nicht gesehen. Nun wird der Frühling wieder in der Spitze Einzug erhalten, auch wenn einige das nicht begrüßen werden. Die Kreatur Schrieg gehört dazu. Ich habe sie im Schlaf in meinen dunklen Träumen gesehen. Wir haben die vier Irrlichter zusammen. Sie wurde aus Staub geboren, stieg auf, während die Welt unter der Asche sank. Okay, wie konnte Schrieg denn jemals so wachsen? Wenn sie ganz alleine, ja krass. Wir werden es erfahren. Vielleicht der Verfall.
Oh. Ah, nee, oh, mehrere von denen. Wenn man doch nur reden könnte. Kommunikation, so wichtig. So kehrte sie zu Asche und Staub zurück. Und da kann man aufwachsen und so groß werden. Sie ist verloren, eine bemitleidenswerte Kreatur, ihr Herz versteinert. Auch der Sommer der Vergangenheit ist verloren, er wird nie wieder zurückkehren. Doch dank dir, Geist, wird ein neuer Sommer kommen und seinen Platz einnehmen. Das habe ich geträumt. Deine maximale Kapazität für Leben und Energie hat sich erhöht. Okay. Tja, crazy. Okay. Aber Leute, wir haben jetzt alle Irrlichter zusammen. Können wir damit tatsächlich Q retten? Ist es damit vollbracht? Es hat sich hier jetzt leider kein neuer Moki aufgetan, der irgendwie, na, wo ich ja dachte, vielleicht, na, und so. Oh, wartet mal, hier kann man noch rein. Das müssen wir untersuchen. Der irgendwie... Ja, eben sagt hier, ich will ein Fernglas. Verdammt, ich weiß einfach nicht mehr, wer ein Fernglas wollte. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, jetzt in den aktuellen Parts mit jemandem geredet zu haben, mit einem Fernglas. So, das wüsste ich doch eigentlich noch. Ach, lol. Ja, jetzt noch die Karte. Ist okay. Ja, bringt bestimmt jetzt richtig viel. Mal gucken, was wir noch aufdecken. Geil. Super. Richtig viel aufgedeckt, Mensch. Das war die sinnvollste Karte überhaupt. Aber ey, klar. Muss man ja machen. So. Aber wenn es... Also, jetzt gehen wir mal davon aus. Ich habe mit allen gesprochen und ich kann mich auch richtig erinnern. Und keiner von denen wollte ein Fernglas. Dann muss es doch ein Moki sein... mit dem ich heute nicht gesprochen habe, richtig? Gibt es irgendwo einen Moki, mit dem ich heute noch nicht gesprochen habe? Oh, hier ist noch ein Dings. Gucke mal. Wieso habe ich den denn nicht geholt? Das ist jetzt ja blöd. Machen wir mal später. Hier muss noch was sein. Das hier weiß ich immer noch nicht, wie ich das machen kann. Bin völlig lost. Hier sind keine Moki. Nee. Nee, die Mokis sind eigentlich nur beim Dorf. Aber von denen wollte doch keiner entfernen. Ach Mann. Gibt's irgendwo noch einen Moki, der ein Fernglas wollte?
Der wollte doch irgendwie schneller sein. So. Fand. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Der wollte doch irgendwie schneller sein. Aber also ein Fernglas bringt ihm dann ja auch nichts. Egal, wir gehen jetzt dann nochmal hin. Der ist ja gleich hier. So. Kuckuck. Ja. Wäre ich schneller? Nee. Bringt uns überhaupt nichts. Und der hier oben, was wollte der? Der hat, glaube ich, gar nichts gewollt. Der war einfach nur ein Quatschmogi. Richtig. Ja. Ja, der. Ja. Ja, der hat über. Mann, jetzt hör doch auf, ihn anzusprechen. Willst du mich verarschen? So, jetzt sind wir im Dorf wieder. Jetzt können wir einmal gerade den Samen hier abgeben. Ich habe gehofft, dass du meine Hütte gefällt. Stell dir nur vor, wie sie war, bevor das Eis sie. Warte, ist das ein Samen? Der Samen einer Federpflanze, zurückgelassen, um an diesem leeren, kalten Ort zu erfrieren, und dennoch klammert sie sich an das Leben. Ist es nicht erstaunlich, welche Kraft und Hartnäckigkeit ein so kleiner Samen in sich trägt? Absolut, deswegen kriegst du den jetzt auch. Ab dafür. Einer fehlt noch. Da pflanzt er jetzt was? Oh, so Sprungdinger. Okay, aber da war ich doch schon oben. Okay. Aber vielleicht geht's jetzt noch höher. Kann ja sein. Also da komme ich halt immer wieder an Cash. So, ist jetzt. Ist schon, ja doch, es ist schon einiges. Ah doch, also da kommt schon schnell Geld zusammen. So, was wolltest du? Du wolltest gar nichts. Perfekt. Hier ist keiner, der was wollte. Aber geht es jetzt hier höher? Durch den Bau? Nee, weil hier war ich doch schon. Aber ist da jetzt jemand drin vielleicht? Nee, also hier war ich ja auch schon drin. Da war ja nur hier unten. Ja, das haben wir ja alles schon gemacht. Ah. Nee, mehr ist da nicht. Das haben wir schon geholt. Wollte hier oben einer von euch ein Fernglas? Kann ich mich aber auch nicht dran erinnern. Du bist der große Ausgucker. Willst du ein Fernglas, du großer Ausgucker? Ausschau. Ja, komm, ich habe ein Fernglas für die Ausschau. Ach komm, das hätte so gut gepasst, ne? Ja, das ist die Suppe. Bla bla bla. Haben wir alle schon gehabt. Hatten wir alles schon. So, dann habe ich die zwei jetzt abgehakt. Ich werde jetzt einfach nochmal mit allen quatschen. Es ist mir egal. Ich will wissen, wer dieses scheiß Fernglas will.
Ich muss einfach irgendwen übersehen haben. Geht doch nicht anders. So, was mit dir? Großes Tentakelmonster. Ja, das habe ich besiegt. Das ist alles total witzig. Da oben ist noch einer. Aber ich glaube, mit dem haben wir auch schon mal gequatscht. Natürlich haben wir schon mal mit dem gequatscht, aber ich weiß halt nicht mehr, wer was wie. Also scheiß drauf, wir gehen alles nochmal durch. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts, Freunde. Willst du ein Fernglas? Danke für die Laterne. Ach lol. Der ist jetzt hier zurückgekehrt. Okay, auch interessant. Ja, okay. Schönes Happy End. Hier unten sind noch zwei Moki, die ich klären sollte. Aber der da im Wasser, der will doch, also der will doch garantiert nicht. Ah, da unten ist er. Willst du ein Fernglas? Glaube ich irgendwie nicht. Nee, du freust dich einfach nur. Nee, der will auch gar nichts. Ach, gucke mal, was ich hier ausgelassen habe. Huch. Dass wir da wieder unterwegs waren. Sehr schön. Bist du ein Fernglas? Ach, du bist der Fischer. Okay, der ist jetzt auch dahergekehrt. Wäre jetzt komisch, wenn der gerade Fernglas will. Aber der ist jetzt neu hier aufgetaucht. Okay. Es werden immer mehr. Aber wer will dieses scheiß Fernglas? Aber dann würde ja eigentlich viel dafür sprechen, dass es ein Moki ist, der nicht hier ist, sondern woanders und dann hierher zurückkehrt. Na? Dafür würde ja eigentlich recht viel sprechen dann. Ja, das hat man auch schon 3 Millionen Mal gehört, ich weiß. Aber es bleiben ja nur noch die paar Moki hier und der war es nicht, der... Ich bin verwirrt. Willst du ein Fernglas? Ja, ich war beim großen Bauer. Ja, da war ich ja gerade. Ja, wie gesagt, da komme ich her. Aber danke für die tolle Info. Motai, mit dem will ich überhaupt nicht reden. Du bist sehr mutig, aber du bist auch kein Fernglas. Hat man alles schon. Den hier müsste ich jetzt nochmal abklappern. Dann habe ich sie aber. Ich. Du wolltest auch kein Fernglas. Quoloks Weisheit. Ja, cool. Freut mich alles, sind auch schöne Texte, aber... Aber Fernglas. Kein Moki hier will ein Fernglas, das habe ich mir auch fast gedacht. Dann muss es aber ein Moki außerhalb sein.
Dann muss es ein Moki außerhalb sein. Wo sind denn noch Moki? Da war doch nirgendwo mehr Moki. Verdammt, ich weiß es wirklich nicht. Ja, hier waren auch nirgends. Nee, hier waren auch keine Moki mehr. Das wüsste ich ja noch. Also höchstens hier in dem Bereich, wo ich jetzt noch nicht geguckt habe, weil da war ich halt noch nicht drin. Und dann ist da der Quatsch noch. Die haben gesagt, wenn sie nur was zum Lesen hätten, aber da komme ich halt auch nicht rein. Mit dem Fernglas kannst du das auch nicht lesen. Ich wüsste nicht, wer... Ich wüsste nicht, wer hier... Ich habe keine Muki ausgelassen, vor allem. Nee, keine Ahnung. Bin ich jetzt wirklich komplett überfragt. War ich hier oben immer noch nicht drin? Was ist das denn? Huh. Hier ist alles, hier ist überall kein Muki. Nee. Komm, wir machen jetzt mal schnell den Quatsch da. Wir klären jetzt mal gerade diesen Abschnitt da drüben. Ob da irgendwas Spannendes noch ist. Es ist halt sau ärgerlich. Es ist halt sau ärgerlich, dass ich jetzt diesen Fernglas-Moki nicht finde. So, wie weit muss ich noch? Okay, da drüben ist es gleich. Hier geht's runter. Aber hier war auch nie ein Moki, glaube ich. Und ich kann mich ja hier nur durchbuddeln. Also hier ist ja eigentlich... Hallo? Ach, das ist gar kein Wasser mehr. Oh, hoppala. Bin gerade ein bisschen lost unterwegs gewesen. Ja, okay, das nehmen wir aber schon mit. Gorlik-Erz nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ah, es könnte natürlich auch sein, dass ein Moki erst auftaucht, wenn wir Dings machen. Ja, also da war jetzt überhaupt nichts. Hier kann ich noch rein. Oh, lol. Okay, wait, wie komme ich da hin? Da muss ein Schalter irgendwo sein. Ah, hier unten rein. Nee, da ist gar nichts. Lol, jetzt kommt hier einfach so ein Sandwurm her. Ah, hier kommen immer mehr Gegner. Ist das so ein indirekter Kampf-Arena-Dings? Und wenn ich alle schaffe, geht das Tor auf oder was? Jetzt kommen die nächsten Gegner. Okay. Wir bleiben mal dran. Bleib mal dran. Das geht ja immer weiter hier. Tatsache. Okay, wusste ich nicht. Interessant. Kleine Kampfarena einfach.
Ja gut, dafür kriegen wir einen neuen Splitter. Lebenspakt. Damit kannst du Gesundheit einsetzen, um Zauber zu wirken, wenn du keine... Oh. Nee, das klingt nicht so gut. Also, gut, dass wir es haben, aber nichts für mich. Okay. Ja. Guck mal, da fehlen aber auch nicht mehr viele. Drei Stück fehlen noch. Drei Stück fehlen noch, dann haben wir alle. Drei Stück fehlen nur noch. Wenn wir schon hier sind, sollen wir nochmal da runter gucken? Komm. Wenn wir schon hier sind. Ist jetzt ja nicht weit. Sind ja schon da. Ja. Aber du kannst es nicht lesen. Und die Kleinen sind hier ja gar nicht gewesen, ne? Ich weiß nicht, was ich hier anderes machen soll. Hier ist ja nichts, was ich tun kann. Ich meine... Soll das irgendwie eine Reihenfolge anzeigen, die ich nachmachen soll? So lang, kurz, mittel, mittel, lang, kurz, lang. Ist das was, was ich hier ausführen soll mit den Dingern? Also... So lang, kurz... mittel, mittel, lang, kurz, lang. Lang, kurz, mittel, mittel, lang, kurz, lang. Willst du mich? Das war's wirklich. Du hast den Weg zu den Minen Mitternachtshöhlen geöffnet. Gute Arbeit. Was zur Hölle? Ernsthaft jetzt? Okay, was geht da unten jetzt ab? Was gibt's da jetzt? Ist das ein neuer Abschnitt? Hier ist der Kartentyp. Mitternachtshöhlen 0%? Ich dachte, es ist nur eine kleine Quest. Was kann ich hier? Was will ich hier? Was soll ich hier? Ich bin ein bisschen... erstaunt, nenne ich es mal. Okay, mit den Dingern kann ich noch nichts anfangen, glaube ich. Dann gehen wir mal die andere Richtung. Okay, Checkpoint. Komme
komme ich zumindest immer wieder hierhin zurück. Ich muss hier drüben irgendwas machen können. Lol, was? Also keine Ahnung, wie ich da... Der hätte ich von der anderen Seite wahrscheinlich kommen sollen. Okay, what the heck? Erstmal Karte holen. Ja, gib mal her. Gib mal her den Bums. Okay. Die sind jetzt nicht so groß. Also dann probieren wir das jetzt halt noch. Aber wie soll ich denn... Hä? Ich verstehe halt noch nicht so ganz, wie ich da hochkommen soll. Oder muss ich von ganz oben da runterfallen und dann... Und ich falle mit der Geschwindigkeit wieder da rein, wie ich praktisch... So wird es immer höher. Oh. Ich verstehe. War die Reihenfolge sogar richtig. Also das war sogar der erste Kristall, den man mitnehmen muss. Okay, einmal noch. Ja. Nicht runterfallen, das wäre jetzt bitter. Ich muss zu den Viechern hochkommen. So, hier ist dann das Tor. Wenn ich alle Schlüsselsteine habe, komme ich da rein. So. Da gibt es einen Kristallsplitter. Mich nur raus. Sheesh. Okay. Schalter. Ja, was soll es für ein Schalter sein? Der tut nichts, der will nur spielen. Okay, der macht jetzt tatsächlich was. What now? Okay, der fährt das komplett hoch.
So. Zweiten mitgenommen. Der macht aber gar nichts, der ist einfach kaputt. Komme ich hier wieder raus? Jetzt komme ich hier raus. Jetzt komme ich hier raus. Jetzt habe ich den schon mal, das ist doch auch schon mal was. Nahkampfangriffe lenken Projektile ab. Okay, klingt nice. Klingt durchaus nice. Okay, das war der Weg. Hier geht's noch rein. Komme ich hier raus? Okay, damit muss ich jetzt wieder Geschwindigkeit aufbauen. Höhe. Gewinnen. Nein, oh Gott. Oh, ich dachte schon, ich verfehle den. Okay, nice. Nein, jetzt bin ich hier... Oh mein Gott, das darf nicht wahr sein. Komme ich hier wieder rein? Okay, Gott sei Dank. Okay, dann komme ich jetzt hier immer raus. Okay, hier ist auch ein Tor. Das existiert. Okay, hier kann ich hoch. Da oben ist ein Dings. Ja gut, ich habe ja mittlerweile meine Fähigkeit, ne? Dann nutze ich die doch auch. Oh Junge, was tue ich? Ich will heilen. Nee, ich will heilen. Ganz schnell heilen. Hey, ich kann heilen. Ah, jetzt. Okay. Moment, ich muss hier kurz mal meinen Wecker ausmachen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das war nicht so gesund, glaube ich. Alter, ihr müsst alle einen Abflug machen. Mein Gott. Ach, weißt du was? In your face. Oh, wow. Macht das Tor jetzt aber auch nicht auf, ne? Nicht wirklich viel gebracht, hier zu sein. Oh. Da ist der letzte Splitter wahrscheinlich. Und jetzt ist der Weg nach hier auch mal offen. Okay.
Aber das hier ist dann einfach nur for fun, oder was? Ja, aber ich komme jetzt halt trotzdem nicht auf dem Weg zurück. Warum komme ich auf dem Weg nicht zurück? Und wenn ich auf dem Weg nicht zurückkomme, auf welchem Weg komme ich zurück? Hier ist nix. Ja, muss ich jetzt wieder den kompletten Dings so nach oben zurück, bis ich ganz oben ankommen bin, oder was? Aber dafür wäre doch eigentlich das Tor gewesen, um da was aufzumachen. Na ja, gut, dann gehen wir halt hier zurück. Ach nee. Ja gut, okay, meinetwegen. So. Das verstehe ich nicht. Wäre dafür nicht genau dieser Schalter vielleicht gewesen? Guck mal, jetzt schiebt er das hoch. Ach, dann hätte ich hier reingekonnt und hätte den anderen Weg rausnehmen müssen. Ah, ich verstehe. Und jetzt geht's langsam wieder runter. Okay, 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 alles klar, alles klar. Aber wir haben ja alles geholt. Wir haben ja alles geholt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nee, funktioniert nicht. Ich muss einfach wieder mit Geduld nach oben. Oh man. Okay, immerhin. Alter, hau mich runter und ich hau dir ins Gesicht. So. Haben wir jetzt alles für dieses Tor hier? Nice. Okay, was für ein Geheimnis verbirgt sich jetzt in den Mitternachtshöhlen? Was ist das denn? Merkwürdige Tafel. Ja. Bring es zu Tok zurück. Okay, das kriege ich hin. Dann bringen wir es zu Tok zurück. Wenn ich mich hier importe, müsste ich hochkommen, oder? Ich hatte noch gehofft, hier vielleicht einen Moki zu finden, der ein Fernglas möchte, aber das war leider nicht der Fall. Helfe ich mir jetzt mal selber nach oben. Mann! So. Geht doch. Ich brauche euch nicht mehr. Ich mache das jetzt selber. Okay. Mein Gott. So. Guck mal, was ich habe. Das ist eine Tafel, die du trägst. Das ist eine Anleitung, um Steine zu lesen. Hätten wir die bloß früher gehabt, was? Moment, das ist ja alles rückwärts geschrieben. Total nutzlos, pa. Ein riesiges Geisterlichtgefäß.
noch mehr. Bah. Ja, ich habe da so eine Idee. Alles rückwärts. Okay, let's go. Lang, kurz, lang, mittel, mittel, kurz, lang. Lang, kurz, lang, mittel, mittel, kurz, lang. Oh boy, es ist unglaublich. Okay, er sagt, er erkennt gar nichts mehr. Gut, ist in Ordnung, Kollege. Was kriegen wir? Verteidigung wird erhöht oder sowas? Das würde noch fehlen. Wir hatten Angriff wird erhöht, jetzt wäre Verteidigung wird erhöht eigentlich sinnvoll. Das Licht des, alle Angriffe. Oh, doch nochmal Angriffe. Okay, cool. Ich bin also noch stärker geworden. Nice. Okay. Sehr, sehr cool. Das war eine schöne Nebenquest. Ich bin mit dem Fernglas nicht schlauer geworden. Aber wir sind sehr viel schlauer geworden, was das alles hier unten anging. Und haben es abgeschlossen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.